Servus Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Freut mich, dass du am Start bist und wir sind angekommen, Leute, bei einem sehr speziellen SBB. Es ist an der Zeit, Real Madrid Trikot und Vinicius Junior. Und seht ihr euch mal kurz ganz genau von in der Nähe sein Gesicht an. Wenn wir nicht die 7777 Likes schaffen, dann werden Pro uns und ich so schmollen wie er. Das ist immer traurig. Und wenn ihr nicht beide Kanäle abonniert. Nein, und ihr habt es schon gehört, wir spielen gegen Danny heute. Ey, was geht ab, Leute? Pro uns ist auch am Start. Vinicius feiere ich auf jeden Fall. Schneller Spieler, kann tricksen. Ja, kann alles, was man sich wünscht. Deswegen, ich hab Bock auf ihn. Ey, das ist eigentlich so genau dein Spieltyp, gell? So 5 stehende Skills, ein paar Flick-Flow-Decks machen, dass ich dann, hier den Weg aus dem Fenster nehme. Man kennt das Ganze. Wir haben auch eine Folge bei Danny aufgenommen. Mohamed Salah, links in der Videobeschreibung. Chat es ab. Und ansonsten gibt's nicht großartig viel zu sagen. Ich hab Bock auf das SBB. 1,7 Millionen kostet der Mann. Und ich halte für dich die Tafel rein. Mein Partner, DevShop-Freunde, hat aktuell eine coole Aktion. 80% Winterrabatt, also bis zu 80%. Dazu habt ihr immer noch meinen Code Tabak20. Könnt ihr auch benutzen. Und das ist die Hosen, die ich gerade anhab. Kostet 39,99. Hat absolut einen geilen Schnitt. Real Talk. Mit Jordan 1 oder so. Absolut OP, absolut Meter. Ihr könnt auch schauen, was gibt's neu bei Herrenklamotten zum Beispiel. Ihr könnt auch bei Schuhe schauen. Und dann werdet ihr zum Beispiel Hosen finden, die euch vielleicht taugen. Aber ihr könnt natürlich auch nach Marken suchen. Ich prefere Lieblingsmarke. Kann ich euch empfehlen. Ist eine Fußballbrand. Bolle. Da gibt's wirklich brutale Sachen. Und ansonsten, Leute, schaut euch da einfach um, gönnt euch den Rabatt, wenn ihr Bock habt. Let's go. Okay, dann mache ich meine beiden Stürmer. So, Stürmer Nummer 1. Ich habe beide davon noch nicht gespielt, dementsprechend, ich habe Bock auf beide. Der erste ist Argentinier aus der spanischen Liga, Correa. Und der zweite ist Argentinier aus der italienischen Liga, Simeone. Okay, hast du nice gemacht. Ich dachte, du gehst mit noch einem 5-Sterne-Skiller, Felix, und einfach auf Verdacht, Karim, der Dream Benzema, weil ich will nicht gegen den spielen. Nice, okay, das ist schon mal big. Dann halte ich auch einfach mal rein. Das ist echt interessant. Wir haben schon vorne im SBB ähnlich gebaut vorne. Und jetzt gehe ich halt wieder mit einem Argentinier. Es ist aber nicht Correa, sondern Crespo Prime Icon. Guter Mann. Und rechter Flügel ist ein Bayern-Spieler, der, glaube ich, gerade gegen Gladbach verloren hat, leider. Die spielen gerade live, werden wir aufnehmen. Und es ist Leroy Sané. Ja. Die erste Nummer schwer zu erraten. Er ist recht an einem Icon dabei, ist das eigentlich unmöglich. Ich habe Benzema und Sterling gehabt, deswegen. Aber du hast deine Icon schon weg, das ist gut für mich gleich. Das ist richtig. Okay, Freunde, wir gehen rüber. Nächste drei Positionen. So, wir machen weiter mit dem Mittelfeld. Beide haben drei Namen. Soll ich reinhalten einfach? Ja, komm schon. Kenny spielt in letzter Zeit. Du spielst mit viel zu vielen vollen Teams immer, gell? Ich will mal den Braten umdrehen, dass ich mit vollen Teams gegen dich spiele. Das wäre korrekt. Pass auf. Mitte, Kanté. Okay. Links, da habe ich jetzt echt auf meine Untrades ein bisschen beliebt, ist Fekir. Der ist eigentlich viel zu auffällig wieder. Alter, Kanté und Fekir, warum spiele ich die zwei? Und, okay, den habe ich sogar extra nicht gekauft, weil ich mir sicher bin, dass du ihn hast, aber ich will ihn spielen in Kunku Headliner. Bitte gönn. Bitte. Den hast du nicht gekauft? Nee. Dann hast du gute Coins gespart. Der Kunku steht ehrlich drauf, der war viel zu offensichtlich. Und wisst ihr, warum ich den gekauft habe, bevor alle reinschreiben? Weil ich den bis jetzt nie im SBB spielen darf und ich will diese Headliner-Karte mal testen. Ich konnte den, letztes Mal durfte ich gegen Eli. Der ist nicht drauf gekommen. Aber ja, Nkunku habe ich geschrieben, Kroos und Modric. Also okay. Ja, die anderen habe ich nicht, aber Nkunku habe ich tatsächlich. Scheiße. Gegen dich muss man den Luka Modric auspacken, deswegen ist er dabei. Rechtes ZM kennst du selber, hast du eben gespielt, Verón. Rechtes Mittelfeld, und das ist der Spieler, weil ich ein bisschen Angst habe. Wenn du an Argentinien gedacht hast, hast du wahrscheinlich die Maria aufgeschrieben, weil Messi zu viel des Guten wäre. Deine United-Star gefühlt, gell? Ich habe Politano, ich habe Mostovoy und Valverde. Hab mich nicht für Luka Modric entschieden, weil der zu auffällig war für mich. Leute, wir sind jetzt bei den Außenverteidigern angekommen. Hier wird immer viel getroffen und wir treffen beide. Ja, das ist die Sache. Wenn Außenverteidiger, versucht man natürlich auch immer viele Links noch zu holen. Ich habe den Real Madrid-Link direkt mitgenommen mit Mondi-Links. Und rechts, es ist auf jeden Fall dieselbe Liga, es ist Cantonze. Ich habe absolut falsch gepokert, Rhys James und links diesen neuen Moreno Headliner oder was das hieß da. Der hat auch eine Informkarte. Okay, ich halte mal meine beiden rein. Mann, ich bin gebrochen. Also Rechtsverteidiger, wenn du den hast, können wir direkt Aufnahme beenden, weil es ist Schmidt, okay? Einfach ein unauffälliger Franzose, weil er hätte zu Nkunku Fullcam gemacht, ihr wisst schon. Und Linksverteidiger Mondi, und diesmal will ich ihn zocken, weil du hast bitte diesen Moreno aufgeschrieben. Ich habe weder noch aufgeschrieben. Ich dachte, wir uns wieder Hernandez von... Sehr gut. Von Milan. Mailand, ja. Okay. Schade, schade. Okay. Hey. Dann ist jetzt Finale angesagt. Ich sehe immer aus wie Caio irgendwie. Wir kommen zu den letzten drei Spielern. Ich will noch mal einen snipen. Ich halte mal rein. Also es können nicht alle drei sein. Das wird gar nicht auf Full Camp kommen. Aber ich habe einfach... ich habe von...
allen ja, ein bisschen fast jedem Top-Team aus der Premier League einen aufgeschrieben, weil ich hoffe, du bleibst in der Liga und gehst nicht mit Franzosen. Okay, also erstmal haben wir Ruben Dias, Laporte, beide schöne Spezialkarten. Und im Tor gehe ich mit Schmeichel, frische Team of the Week-Karte. Nicht brechen, jetzt kommt Danny, komm schon. Van Dijk, Christensen, Schmeichel. Was hast denn du für einen Riecher immer? Warum habe ich meinen Joker schon benutzt? Schmeckt gar nicht. Gott im Himmel. Ja, Bronzekarte ins Tor. Willst du bei mir reinhalten? Alter, du, ich weiß gar nicht, wie du schaffst, mich immer so zu brechen, gell? Du bist dran. Ja, schon beim Teamsnipen. Du meintest, ich kann viele Franzosen benutzen. Hast du Franzosen aufgeschrieben? Nee. Scheiße, ich habe auch keinen einzigen Franzosen. Once to watch Alaba links, once to watch Ramos rechts. Und jetzt, wenn mein Keeper ist, bin ich am Arsch. Das ist halt jetzt 50-50, ne? Ich habe Navas im Tor. Du hast Navas im Tor. Ich habe Konaté, Endika und Mondi. Ich habe nur Franzosen, Mann, außer den Torwart. Let's go, Digga. Ramos und Alaba, ey. Die sind auch richtig undercover irgendwie, obwohl die ganz nice sind. Perfekt. Ist was Cooles? Volles Team, man kennt's. Cool, dass du ein volles Team hast. Ich brauchst du Torwart im Mittelfeld, im Stürmen. Nee, ein Torwart wenigstens, aber trotzdem brauchst du im Tor. Leute, ich lade Danny ein und jetzt wird geschwitzt und ich muss um mein Leben schwitzen, damit ich die Spieler hier behalten darf. Vor allem Vinicius, schau nicht so traurig. I appreciate it if you don't. I don't prefer to speak. And you please not score goals. Digga, du hast einfach. Digga, wie schnell ist der? Elfer! Penalty, Penalty! Alter, dein. Ja, okay, meiner wird auch so schnell sein, aber das ist ja geistes, wie schnell die sind. Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nein, die Mitte ist. Ja! Torwart! Nein! Ja, wichtig und richtig. Alter, auch, das hat, noch nie gesehen sowas. Das nein. Ist ja so. Keine Ahnung. Ey, ohne Spaß. Vorne ist aber auch so ähnlich gewesen, irgendwas, gell? Oh, geil, geil. Oh, Alter, dein Ken. Tonse an das YouTube. Weißt du, das aber nicht mal check. Du wählst immer irgendwie ganz komisch den Torwart raus, gell? Ich bin immer verwirrt, immer, wenn du das machst. Ach, ich hab einen Bronze-Torwart. Ja, vergessen. Der Junge, aber das merkt man bisher gar nicht. Ja, danke noch für die Erinnerung, hab's vergessen. Der kommt mal wohl öfters einen Weitschuss jetzt. Scheiße. Der will noch mal, wer hat noch nicht. Nein. Du? Ja, darfst du auch, alles gut. Danke, Tarok, für die Erinnerung. Ich bewege gar nicht mehr den Torwart bei so weit, weil normalerweise gehen die gar nicht rein. Aber du bist ja ein Grüner. Du hast einen grünen Fetisch. Hey, wieso wird weggewählt? Ja! Ja! Ich werde bestraft, Chat. Ich bin wirklich das maximale Anduster. Komm, jetzt pushen. Nicht gegen Danny rutschen gehen. Das ist immer keine gute Idee. Der reinspaziert, der Mann. Super Sache. Cool. Was, diese Luftfahrer, nimm ihn doch aus der Luft. Ich drück keinen so Luftfahrer mehr. Die sind so scheiße, die fliegen immer. Die verspringen hin. Immer. Ja. Der soll ihn einfach ganz leicht lupfen, mehr nicht. Das geht ein bisschen zu einfach hier. Ich bin echt, ich mach wie so mit dem Kopf durch die Wand. Geh ich immer. Ohne Sinn. Ja. Oh, okay, jetzt muss klingeln. Super gespielt. Oh, mir fehlt das Glück heute. Nein. Zack. Nein. Ich höre schon wieder das Zack, Zack, Freunde. Bitte, Hilfe. Zack. Nein. Ah, er kann halt immer noch nicht schießen, auch in der Version nicht. Aber, ich bin so schlecht. Oh, what? Grün treffen, das war krass. Key. Weitermachen. Er hat einen schwachen Fuß. Ja, Leroy mag mich. Oh, fuck. Ihr, was das war lost. Komm schon. Nein, 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 oh mein Gott. Das ist nicht passiert. Oh mein Gott. Das ist nicht passiert. Das ist gottlos, dass der reingeht. Der was ist das? Es geht Kopf für Verteidigung. Aber ist der gelähmt, mein Keeper? Der muss doch zum Doc. Einfach Pivlitz am Tor, Mann. Vor gar nicht. Das ist immer auf Hochdruck. Scheiße, Mann, das ist jetzt eng. Ja, super gemacht. Richtig, richtig, richtig. Noch ein Tor. Hä? Digga, ey, der hat echt gute Arbeit gemacht, der Keeper. Also beim einen Gegentor war scheiße, der hat echt einige gehalten. Ja, gute Arbeit. Muss ins Irrenhaus wegen dem gleich. Ich bin ready. Ich hab umgestellt. Und ich hab ein bisschen, ja, mal so ein bisschen Angst hab ich ein bisschen leicht. Angst habe ich. Also ein paar gute Spieler. Ha, ein Pick, eine Position. Ich nehme einfach mal deinen
Ich nehme den Stürmer. Du hättest viel Scheiße treffen können. Da waren zwei Bronzespieler. Du hättest dafür auch Fekir nehmen können. Oder Kanté im Tor. Linker Flügel Fekir. Mittlere ZM Vinicius. Du triffst, aber der kostet halt 300.000 Münzen, Freunde. Und das ist echt viel gerade aktuell. 300.000 sind echt schweineviel Geld. Du hast Ruben Dias im Sturm getroffen. Geht ehrlich fit. Sind einige Münzen. Das ist echt, das ist nicht zu unterschätzen. Scheiße. Hätte ich lieber, keine Ahnung, einen Schmidt abgegeben. Mondi oder so. Leute, ich mache eine SBC und dann sehen wir uns gleich. Wir sind bei der SBC angekommen. Ruben Dias wenigstens für einen guten Zweck. Ihr seht, das Team ist ready. Ich schicke das ab und ich drücke nicht zu schnell, sonst rastet die A aus. Barscht. Davis, Alfonso, willkommen im Verein. Wenigstens er da. Leute, lasst eine Bewertung da. Schaut gerne bei Danny vorbei. Schaut euch die Folge dort an. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Tabak. Ciao, ciao. Ciao.